Feuerio zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Skyworld. Ich bin Balui und mit mir dabei heute in der Folge ist Basti. Ja, ich bin halt sowieso auf dem Server und damit Balui jemand zum Reden hat, bin ja, ich das da. Ja, das ist schön. Basti, was machen die, diese Disco da vorne? Was ist das für eine Disco? Wir haben ein paar Chance Cubes geöffnet und da ist es passiert. Und jetzt haben wir eine Schafdisco, oder? Wir haben eine Schafsfarm, ja. Ist doch geil, oder? Ist total Banane, voll cool. Es hat sich bei mir ein bisschen was getan seit der letzten Folge. Vielleicht, es macht halt einfach so viel Spaß, dass man halt unglaublich viel Offscreen macht. Jetzt stand in den Kommentaren schon mal, ja, macht doch Offscreen, aber macht dann Zeitraffer. Das kann ich nicht, weil ich nicht immer nur an dem PC spiele, sondern auch mal am Laptop oder so. Und deswegen seht ihr hier, das hat meine Mobfarm offline regeneriert. Hier ganz viele ohne Ende Lootbags und ich weiß einfach nicht, ja. Ich könnte die alle hochcraften lassen, so wie Basti hier auch noch. Ich habe sie jetzt erstmal und ich weiß noch nicht genau, was ich damit mache. Dann habe ich die Smeltery da, die hatte ich schon. Ich habe einen Chunkloader hingestellt, weil meine Erzautomatisierung endlich funktioniert hat. Ich weiß, ihr würdet gerne alles immer unbedingt mitkriegen, aber das Problem ist, ich habe mir gedacht, das macht halt einfach nicht so viel Sinn, das zu zeigen, was ihr schon bei Agrarian Skies dreimal gesehen habt, bis diese Ore-Automatisierung von alleine läuft. Also das heißt, hier das Cobblestone in Gravel verwandelt, Gravel in Dust und dann wird das gesiebt und so. Ja, den Anfang, den kennen die meisten ja eh schon. Genau. Deswegen, das habe ich auch meinen Zuschauern gesagt, das kennt ihr, da... Ja, es juckt euch eh nicht. Richtig. Und ihr seht schon hier, ne, das ist jetzt ein bisschen passive Generation von Ressourcen, was richtig cool ist. Was ein bisschen spannender ist, was ich jetzt aber leider auch euch nicht gezeigt habe, ist, dass ich das ME-System fertig gebaut habe. Zumindest, was? Ja, ich habe schon ein ME-System. Aber das funktioniert anders als das klassische ME-System, was ihr kennt von Applied Energistics, sondern das hier ist Refined Storage. Das funktioniert ein bisschen so wie bei Pokécraft damals. Und zwar habt ihr hier einfach diese Festplatten und die definieren einfach nur noch die Menge der Items, die gelagert werden können. Sonst war es halt immer so, dass ihr verschiedene Item-Typen haben durftet plus deren einzelnen Mengenangaben. Und hier ist es so, hier definieren die Festplatten einfach die Menge an Gegenständen, die eingelagert werden können. Wie ihr seht, habe ich jetzt zwei 4000er Festplatten. Das heißt, 8000 Bauteile, sag ich schon, bin noch in der Arbeit. 8000, Items kann ich hier einlagern und dann ist das Ding auch leider schon voll. Und 8000, ja, machen wir uns nichts vor, ist halt in Minecraft schnell erreicht. Zum Beispiel so eine Glasscheibe, ein bisschen Holz. Das kann halt alles jetzt nach und nach rein. Ich möchte jetzt nicht unbedingt sowas wie angeschlagene Arrows oder so reinpacken. Aber ihr könnt euch vorstellen, dass das halt sehr, sehr schnell erreicht ist. Wir können auch automatisiert craften lassen, ja. Das ist allerdings hier ein bisschen komplizierter. Ja, Balui, wie du abgehst, Katze hat mir das ein bisschen erklärt, was man da noch machen könnte. Wie ich abgehe. Hast du mal gesehen, was Kevin macht? Das Problem ist, Leute, ihr seht schon jetzt, es fängt ab und zu an zu ruckeln. Das gefällt mir nicht. Mini-Ruckler. Es sind halt immer so Mini-Ruckler. Also das liegt jetzt nicht am Video, sondern nicht, dass ihr sagt, das Video laggt. Das hat damit gar nichts zu tun. Das ist also wirklich im Spiel. Kevin geht halt richtig ab da hinten. Ne? Der hat da 3-4 Cobblestone-Generator pro... Für die Lava-Generation und so, das Riol, hallo Riol. Kevin hat sich hier alle Inseln unter den Nagel gerissen. Ich weiß nicht, warum er die anderen Spawn-Inseln... Ah, nee, das ist Zander. Das sag ich doch. Ach, der ist bei Kevin mit ins Team gegangen. Oh, shit. Oh, ich hab Mist gemacht. Ich entclaime erstmal die Claims, die ich bei Zander da blockiert habe. Es tut mir sehr leid. Muss eine Lava-Quelle drunter sein oder geht auch einfach nur... Nee, reicht, der Fluss reicht, der Fluss reicht. Okay, das ist gut. So, ihr seht hier diese Claims, die wir gemacht haben, die sind halt unsere Bereiche sozusagen. Ihr habt mir geschrieben, ich soll mit Basti doch in ein Team gehen. Wir sind im Prinzip in einem Team, weil wir Verbündete sind. Basti kann bei mir alles benutzen und ich kann alles bei Basti benutzen. So. Wir sind halt nur nicht in einem Team. Also. Richtig, so. Kevin ist natürlich, der hat immer so viel Zeit zum Streamen, der überholt uns noch alle. Aber ist jetzt auch nicht schlimm. Ich habe mich ein bisschen heute Morgen darüber geärgert, dass er schon so weit ist. Aber ist nicht schlimm. Wir sind ja ein Team hier und wir wollen einfach nur Spaß miteinander haben. Und jetzt ist halt ein bisschen die Sache, ich muss also im Prinzip das ME-System noch erweitern, dass wir mehr Items reinlagern können, dass ich hier alles wegkriege. Ein bisschen automatisiertes Crafting noch machen, aber das ist eigentlich eher was für später. Aber ich würde gerne, das hat Katze mir halt empfohlen, einen Drawer machen, der mir automatisch die Erze als Barren, als Nuggets und als
Blöcke zur Verfügung stellen. Oh, bei Luis rastet alles aus. ME verbunden. Und ach, ich zeige euch mal was ganz Süßes, was Basti gebaut hat. Nein, spoiler ich dann deine Sachen, dann zeige ich es lieber nicht. Das ist egal. Ich habe auch mal angefangen, hier schon mal den ersten Samen zu setzen von Nether Quartz Essence, aber das dauert irgendwie 100 Jahre und gefällt mir gar nicht. Dass die Es funktioniert! Was heißt was ganz Süßes? Ich habe eine kleine Pflanze gebaut, die Erze regeneriert, aber es dauert 100 Jahre. Guckt euch mal dieses Riesending, das da, das ist süß. Weil du es einfach total cool gemacht hast und sieht einfach total verschachtelt aus, aber es ist cool gemacht. Also von unten, Leute, kommt das Cobblestone, weil Basti geht hier in Cobblestone wird da verwandelt in Gravel. Gravel geht da rein und dann geht ein Teil auch hier hoch. Ne, Cobblestone geht hier hoch und dann verteilt sich das wieder und wieder und wieder. Nein, guck, ich erklär's, du musst mir, guck mir jetzt zu, so. Cobblestone wird zu Gravel. Gravel wird gesiebt. Warte, wo kriegst du das Cobblestone denn her? So. Dann Cobblestone wird zu Gravel. Gravel wird zu Sand. Sand wird gesiebt. Darüber Cobblestone wird zu Gravel. Gravel wird zu Sand. Sand wird zu Dust und Dust wird gesiebt. Mit Iron Mesh, damit ich hier meinen Redstone rausbekomme. Und jetzt funktioniert alles, da ich die Energieversorgung unten optimiert habe. So. Da unten. Ja, ich muss das bei mir auch noch schön machen. Aber das glaube ich manchmal in einem Stream, weil ich nicht so viel Zeit habe. Guck dir das an. So. Und die Rate stimmt jetzt auch mit Ja, das mit der Aber war ein guter Tipp, ne? Basti, darf ich dir noch mal was Kleines Lustiges zeigen? Du musst mir nur was zu essen geben dafür. Warum? Weil ich dir was Witziges zeigen möchte. Ich werde es nicht selber essen. Du kannst den Typ füttern. Mist, ich dachte, du wüsstest es nicht. Schade. Ja, du kannst den der Sieb füttern und dann rastet der aus. Ja, komm mal, Balu, ich schenk dir was. Hier, das ist ja auch meine Farm. Ja, deine Farm. Aber du machst ein bisschen das Problem, dieses Infernum, diese Essenz. Die solltest du dir an die Seite tun. Ja, ach so. Ja, okay. Wenn ich etwas brauche, dann hole ich mir, also dann tue ich das einfach aus dem Filter streichen. Ja, stimmt. Okay. In der Zeit wird alles verwandelt und ich habe jetzt hier diese Mobfarm ist einfach so viel besser vier als meine. Vier Legendary Lootbags. Ja gut, ich habe auch vier Stockwerke, Baloui. Ja, ist voll übel. Voll cool. Ja. Pass auf, ich schenke dir jetzt mal einen Legendary Lootbag. Okay, dann öffne ich den mal. Kann das hier explodieren? Nein. Lucky Block, ne? Okay, also wir machen jetzt mal auf. Das ist eine Diamantenhose, schon mal geil. Storage Upgrade, auch cool. Und ein Summoning Pendulum. Keine Ahnung, was das kann. Ach ja, ist das aus Random Things? Holding Null Entity. Guck mal, ich habe schon vier Draconium Dust. Ich habe eine Diamantenhose, das ist cool. Ich habe vier Draconium Dust. Das habe ich schon rausgekriegt aus den Legendary Loot. Cool, und die Chance-Cubes können auch scheiße drin sein, ne? Ja, pass auf. 1, 2, 3. So, die 3 schenke ich dir. Die musst du jetzt öffnen in dieser Folge. Ich habe Angst um mein Zeug. Okay. Deswegen habe ich alles in Sicherheit gebracht und mich da hinten hingebaut. Ja, okay. Was das machen wir jetzt, Leute? Ich habe zwar auch, also ich habe nicht so viele Lucky Blocks. Ich glaube, ich habe einen nur, aber okay, jetzt tun wir das mal, was Basti sagt. Ja, ne, immer bei mir kam schon raus, Fledermäuse, auf denen Magma-Cubes reiten. Ja, schön. Das klingt nicht gut. Das war witzig. Das glaube ich. Okay, ist da hinten noch Platz bei der Schweine? Nee, ich mach das hier vorne. Da ist so eine Abzweigung, da habe ich sie immer. Okay, Leute. Jetzt bin ich auch echt gespannt. Warte kurz. Ich will noch was machen. Ich brauche. Ach, die Kisten sind schon Geschenke? Ja, warte. Bitte noch nicht. Okay. Bitte warte noch. Ja, ist doch nicht. So, egal. Zack. Die Chance Cubes sehen so aus. Ah. So. Okay, ich guck von hier zu. Ach, dankeschön. Okay. Ready? Ja. Oh, Redstone. Na ja, ein Redstone-Diamant. Okay, das war jetzt nicht so spannend. Nochmal. You have escaped the wrath of Chance Cubes for now. Da ist also auch nichts passiert. Okay. Komisch. Balu hat nur Pech. Ah! Okay. Es war relativ harmlos. Aber Balu, guck mal, über der Schafsfarm, da ist doch so ein Teil drüber. Ja, das ist ein... Ist das nicht auch sowas? Sieht so aus, ne? Aber öffne es nicht, dann müssen wir erst die Schafe in Sicherheit bringen. Ja, wir müssen hier erstmal in den Weg hinbauen, sozusagen, dass wir da hinkommen. Generell ist das hier noch alles ja sehr provisorisch, aber ich wollte erstmal die Grundversorgung da herstellen und danach mich damit beschäftigen, wie ich das Ganze optimieren kann. Weil das ist schon irgendwie geil, diese Schafsform, ne? Dass wir sowas haben. Wenn wir das automatisiert haben, wir Strings. Die ist echt der Hammer.
So. Jetzt gehen wir mal gucken. Mal hier die. Jawohl, jede Maschine läuft. Ich bin so glücklich. Ja, und es zieht keinen Strom mehr. Also, es zieht schon Strom, aber dass der Strom, der verbraucht wird. Der bleibt trotzdem, ne? Ja. So, obwohl ich einen tausender Output habe. Ich glaube, diese Dinger, die meint Katze, heißen Compact Drawer. Die sind diese richtig coolen Dinger. Ich hoffe zumindest. Haben natürlich kein Material hier. Doch, da kann ich Pistons bauen. So. Wir probieren das mal aus. Ich bin nämlich nicht hundertprozentig sicher, ob das wirklich so ist. Ah, ja. So, eine Chest schnell reinklatschen. Ich glaube, ich muss nur Basic Drawer haben. Malu, ich habe gehört, wir bauen irgendwo in der Mitte ein zentrales ME-System für uns beide. Zwischen uns beiden. Ja. Willst du das denn? Willst du oder willst du nur also ist jetzt die Frage, Basti, wollen wir beide was gemeinsam aufbauen? Also, ich hatte immer die ganze Zeit Angst, dass ich dir vielleicht davon renne mit den Mods, aber ich muss sagen, du hast dich besser gemacht, als ich gedacht habe. Echt? Das muss ich leider ehrlich so sagen. Ich habe Was hast du gedacht? Ja, reden wir nicht drüber, was ich gedacht habe. Das Ding ist, Balu, wenn ich Zeit hätte es nicht erwartet, kann, ehrlich nicht. Ist nicht böse gemeint. Mich so gut schlage? Ja, so in Technik-Modpacks habe ich dich halt noch nie so erlebt. Weißt du ja gesagt, habe ich dich das schon Ding erlebt, ist, aber eher äußerst unproduktiv. Jedes Mal, wenn ich ein Technik-Modpack gemacht habe, habe ich nicht wirklich viel Zeit gehabt und mich reinversetzt. Und dadurch, dass ich jetzt einfach, ich sag mal, mehr Zeit habe. Ja, dann gerne. Also dann lass uns doch was zusammen machen. Dann müssen wir auch nicht jeder alles machen, weil dann brauchen wir auch nicht zweimal Erzproduktion, zweimal alles. Dann na gut, die Erzproduktionen, die können deine wir ist aber gut. Ja, nein, ja? Wie gesagt, ich finde deine besser als meine. Deine ist praktischer. Weil okay. Du hast halt alles einzeln und ich habe das noch nicht. Ich würde dann sagen, dass wir dann hier vorne in der Mitte oder so das aufbauen, dass wir hier die Plattform erweitern. Ja, guck, was ich unter mir machen will. ME und so. Komm mal rüber. Was ich erst machen will, also was ich wichtig finde, ist einen Speicher zu machen. Und hier gibt's ja ich habe auch gedacht, dass wir vielleicht eine zentrale Stromversorgung für die Mitte bauen. Ja, das ja, heißt, deswegen, wenn wir Leuten Jetpacks guck, haben. Oh fuck, nein! Ey, Creeper machen nichts kaputt. Geil. Ja, du hast es so eingestellt, dass sie nichts kaputt machen sollen. Ich? Ja, in deinem Chunk Protection System ist ein Chunk Protection System gegen Creeper. Geil. Das ist schon ziemlich gut. Guck, hier habe ich ja schon angefangen mit einem Basic Capit. Ja, genau, die normalen, Dingsbund. Einfachen Strom. Wenn wir das machen, dass wir hier unten die Stromversorgung irgendwie machen. Genau, ich würde sagen, bin ich tiefer mit meiner Ebene? Ja, ich wollte halt ja, ein bisschen... Ja, tiefer, aber das macht ja nichts. Oh nein, da ist schon wieder ein Creeper. Basti, ich habe nichts, ich hab gar nichts. Ja, lauf weg. Der ist auf dich triggert, Achtung. So. Okay, sehr gut. Ja, dann lass uns doch das Ganze zusammensetzen, dann werde ich den Kompaktdrawer, das Kompaktdrawer-System für die Erze und für die ganzen Sachen hier aufbauen. Die werden dann durch das ME-System an das System angeschlossen. Das heißt, du hast ein externes System, wo die Erze angezeigt werden, aber durch das ME kannst du darauf zugreifen. Das ist so eine coole Technik, die Katze mir beigebracht hat. Und dann haben okay. Wir einfach ein cooles gemeines System. Dann brauchen wir halt nicht alles doppelt aufbauen. Finde ich toll, dass du das machen möchtest. Ja, ich habe nur gesagt, also ich will versuchen, die Mods auch selber zu können. Weißt du, wie ich meine? Ja klar, ich will dir auch nichts wegnehmen. Also das ist nicht das Ziel. Ja. Also wenn wir vielleicht hier unten einfach unsere untere Ebene miteinander verbinden. Ja, aber wir müssen sie ein bisschen tiefer machen, weil du manchmal zweilagig Kabel legen musst. Und ja, dann gehe ich runter. Dann gehe ich, also ich lasse ja. Es so, wie es jetzt ist, aber gehe dann ab dann runter. Dann würde ich sagen, ich hole mir jetzt mal Cobblestone, wir erweitern erstmal da unten die Ebene, so brrrt. Ich kann ja jetzt theoretisch auch ein Dia-Vent bauen, die sind ein bisschen geiler. Ich bin so glücklich über meine Maschine, da. Über welche von den ganzen? Ja, voll von meiner hier, mit Lootbag und mit Dingsbums. Ja, die ist echt cool. Also generell, was Basti da schon geschaffen hat, ist richtig, richtig cool. Alter, ich habe halt sau viel, hier muss ich noch ein Packager hinbauen. Packager. So, da haben wir jetzt den Dia-Vent. Ich hoffe, der hält länger. Jetzt schauen wir mal. Ah, Nonstop. Ja gut, Nonstop heißt nicht, zerbricht nicht oder so. Keine Ahnung. Nein, schauen durchgehend heißt es. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, was? Ja, ja. Es ist nicht unbreaking, unlimited unbreaking. So. So, jetzt können wir nämlich hier, jetzt machen wir die Plattform ein bisschen breiter. Und dann bauen wir uns rüber zu Basti.
Dann haben wir eine untere Ebene, die schon mal groß genug ist für alle Maschinen und alle Kabel und alles. Und eine obere Ebene, wo wir dann halt so unsere schönen Sachen hinmachen. Aber Basti, ich habe auch vor, nachher das Ganze so schön zu bauen, wie es irgendwie geht, ja? Wenn du... Was, du willst schön bauen? So, ja, die Inseln du, und so. Du willst schön bauen? Ja, du auch? Du willst schön bauen? Kannst du das? Ja, das Gleiche wollte ich dich eigentlich auch gerade fragen. Hä, ich habe nicht gesagt, dass ich schön bauen will. Ja, ich weiß nicht, ob ich es so schön kann wie manch andere, aber ich werde mir Mühe geben. Okay, ich brauche jetzt nochmal genau das da. Und zack. So, jetzt haben wir bald zack, Basti zack. Und Team Basti. Ja. Team Baba wird wieder vereint und wir werden zusammen das schaffen, was manch andere in diesem Projekt nicht alleine schaffen werden. Hahaha. Das klingt irgendwie ein bisschen negativ für uns, ne? So. Warte mal, ich versuche jetzt was. Machst du denn, dass dein Erz auch direkt geschmolzen wird alles oder wie machst du das? Ja, komm doch her. Ja, ich hab deinen Ofen gesehen, aber hast du da mehrere von oder nur einen? Weil ich wenn hab du nur einen, hast, weil das reicht. Dann würde ich dir einen Alloy Smelter. Alloy Smelter geht halt ein bisschen schneller, ne? Ich hab einen Alloy Smelter. Okay. Was ich glaube, aber deine Ebene ist doch mehr als eins tiefer als meine. Ja, egal, das macht doch nichts. Dann baue ich hier halt eine Treppe hin, mein Gott. Ist das jetzt der Weltuntergang? So, warte mal, von dem Packager nach unten, von unten dann weiter. So. Sehr schick, sehr schick. Jetzt machen wir das oben auch nochmal. Und dann ist es nämlich alles miteinander verbunden. Hammer. Alter, wie schnell du das gemacht hast jetzt. Ja, ne? Damit ist Team Baba vereint. Bis in alle Ewigkeit. So. Ja, wir wollen das einmal nicht übertreiben, Baloo. Siehst du das etwa nicht so? Das macht mich sehr traurig. Das ganze Cobblestone verbrauchen, was ich jetzt hier im Inventar habe. Da haben wir eine riesige, geile, große Fläche, wo hier dann das ME drauf kommt und unser Lager für die Erze. Warte, ich muss das jetzt noch verbinden. So. Oh, du hast da eine Lücke gelassen, das ist gefährlich. Wo? Und hab's geschafft. Sorry, ich wollte dich nicht in Gefahr bringen. Ja, Hammer, jetzt müssen wir das Ganze nur ausleuchten, weil der F7 war. Genau, F7 war für Licht. Weil das ist nämlich nicht gut, wenn hier Monster draus spawnen. Vor allem nicht, wenn man eventuell mal AFK an der Mob-Farm steht. Fuck, scheiße. Was hast du gemacht? Mach mal weg. Ja, es passiert, pass auf, ich habe den Packager noch nicht eingestellt gehabt und jetzt hätte er mir vielleicht wieder Trapdoors hergestellt. Du hast hier Spawning Ground auf deiner Insel, weißt du das eigentlich? Was? Ja, weil ich noch nicht fertig bin. So, okay, den 3x3 Mode einstellen. So, und jetzt tue ich den Packager noch laden lassen. Hier noch. Ich glaube, unten muss ich auch noch ausleuchten. Aber Leute, das war's erstmal mit der heutigen Folge. Ich hoffe sehr, euch gefällt der Fortschritt und das Team Baba jetzt zusammen. Ach, shit, Alter. Da ist man einmal nicht da. Dann fliegt hier schon alles in die Luft. Jetzt sind hier lauter Mobs gespawnt unten auf unserem Übergang. Seid ihr eigentlich bekloppt oder so? Ja, danke schön. Fliegt halt in die Luft, mir doch egal. Ja, das war's. Guckt bei Basti vorbei. Ja, da könnt ihr auch noch ein bisschen gucken, wie das alles entstanden ist, was er so gemacht hat. Ich hoffe, euch gefällt das, was wir hier machen, was wir planen. So, auch, dass wir so jetzt die Basen zusammenlegen. Ich hoffe, das ist okay für euch. Und ihr sagt, nee, Basti nervt nur. Will ich gar nicht lesen, werden alle gelöscht. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Guckt bei den ganzen anderen Teilnehmern vorbei. Es sind ja doch eine ganze Menge Leute. Kann man alle nur empfehlen. Die einen machen halt das, was andere vielleicht nicht machen. Wenn ihr schön viel Abwechslung haben wollt, guckt euch alle an. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Danke fürs dabei sein. Und bleibt gespannt, was da noch kommt. Bis zum nächsten Mal. Bleibt schön feurig. Tschüss. Ciao.